Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde, willkommen im ADB Schweißshop. Ich habe mich beim letzten Projekt dabei erwischt, dass ich sehr oft fallend geschweißt habe. Und genau das ist das Thema von diesem Video. Ich möchte heute mit euch das Thema behandeln, wann schweißt sich fallend bzw. wann darf ich das tun und wann empfiehlt es sich vernünftig steigend zu schweißen. Wir werden auf diese beiden Techniken eingehen. Vor- und Nachteile prüfen und ich werde hier meine Erfahrungen mitgeben. Ich muss hier im Vorfeld euch ganz klar sagen, ich bin kein Schweißfachmann. Das, was hier passiert, das erlerne ich selbst. Wenn etwas nicht klappt, forsche ich nach. Ich frage die richtigen Schweißfachleute, dann finde ich den Fehler. Und ihr als MAC-Anfänger sollt diese Fehler nicht machen und deswegen mache ich diese Videos, damit ihr es einfach habt. So, das Thema Fallnaht versus Steignaht. Warum habe ich an meinem letzten Projekt oft Fallnaht geschweißt? Weil ganz ehrlich, es ist sehr einfach, es ist sehr schnell und sieht in der Regel auch beim ersten Mal schon gut aus. Das heißt, ein Schweißanfänger, der bis jetzt ein paar Bleche zusammen geheftet hat, wird bei seinem ersten Versuch fallend schweißen sofort ein gutes Ergebnis haben. Aber das Ganze hat natürlich auch einen Grund, warum man eigentlich nicht fallend schweißen sollte. Und das, wie gesagt, behandeln wir in diesem Video. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal vorführen, wie dieses Fallnahtschweißen in der Regel aussieht. Dann besprechen wir die Nachteile, Vorteile und dann zeigen wir das richtige Steignahtschweißen und was du da noch beachten solltest in Richtung Schweißnahtvorbereitung und so weiter und so fort. Für unseren ersten Versuch habe ich 5 mm Stahlbleche vorbereitet, unlegiert, ganz normal Stahl, und ich habe hier eine ganz leichte Phase reingemacht. Zum Thema, wann du eine Phase machen sollst und wie das Ganze aussieht, werden wir noch behandeln. Jetzt ist nur wichtig, ich habe eine leichte Phase reingemacht, extra nicht zu tief, um mich zu orientieren, wenn ich gleich Fallnaht schweiße. Weil Fallnaht schweißen ist ja wie, als würdest du schleppend schweißen. Das Problem beim Schleppend oder Fallnaht schweißen, du siehst nicht immer genau, wo es hingeht, als wenn du jetzt stechend schweißen würdest. Ne? Dann siehst du ja, wo es lang geht. Und wenn du dir 2 Bleche nimmst, die ganz gerade abgeschnitten sind, und die Bombe ineinander sind, dann kann es halt schnell passieren, dass du beim Schweißen den Punkt verlierst, wo lang du musst. Deswegen habe ich jetzt hier für den Versuch die Phase reingemacht, nicht um ein besseres Schweißergebnis reinzubekommen, um mich einfach zu orientieren. Das heißt, wir gehen davon aus, ich bin jetzt ein ganz normaler Anfänger, ich habe hier 2 fette Klamotten und die will ich jetzt einfach mal zusammenschweißen, schnell und schön. Das machen wir jetzt auch. Ich werde meine Maschine wie folgt einstellen. Wir haben jetzt hier 5 mm Bleche und ich sage einfach der Maschine, pass mal auf, ich habe hier 5 mm Bleche. Das heißt, bei der Synergieeinstellung von der Picomic 305 Puls sagt er mir, das machst du mit 152 Ampere und das machst du mit einem Drahtvorschub von 12,6. Ich muss ehrlich sagen, da das Fallnahtschweißen sehr schnell passiert, werde ich hier mit dem Drahtvorschub runtergehen. Ich gehe auf 10 Meter Drahtvorschub. Das heißt, die Synergiesteuerung sagt mir, du machst das mit 131 Ampere und hast du quasi 3,9er Bleche. Ja? Also alles synergisch kannst du auch noch selbst beeinflussen. So, wir heften diese Bleche und bringen sie in Position. So, Bleche in Position vorbereitet, kein Luftspalt, Bombe ineinander. Und dann das Ganze steigend. Wie gesagt, wenn du einigermaßen gerade führst und siehst, wo lang du musst, wird dir eine Fallnaht immer gelingen und die sieht immer gut aus. Ja? Also ich bin halt jedes Mal einfach begeistert, wie schnell und einfach das funktioniert. So, jetzt kommt der Punkt Achtung. Wann setze ich Fallnahtschweißen ein, wenn ich weiß, dass die Bauteile keine tragenden Bauteile sind, die auch, ich sag mal, keinen besonderen Belastung standhalten müssen, sondern das ist eher eine optische Geschichte, wenn ich etwas verkleide oder was nicht so, wie gesagt, nicht solchen starken Belastungen ausgesetzt wird. Wenn wir jetzt natürlich Richtung
Treppen schauen, wo Menschen drüber gehen, wenn wir Richtung Brücken schauen, da wird jede Schweißnaht abgenommen. Da ist natürlich so etwas nicht zugelassen. Ja? Du sollst eine vernünftige Phase reinmachen und dann sollst du das Ganze natürlich steigend schweißen. Das werden wir uns gleich noch angucken. Aber ich möchte hier noch einen Punkt zu sagen. Es gibt heutzutage sehr viele Prozesse. Ja? Jeder Hersteller hat besondere Prozesse. Es gibt im Automatisierungsbereich, es gibt in anderen Bereichen, wo Fallnahtschweißen gang und gäbe ist. Und das ist dann auch absolut sicher. Aber wir gehen jetzt einfach von den Standardschweißgeräten aus, ohne Impuls, sondern von dem Standardschweißgerät, was du hast. Und wie du das zu Hause bei dir in der Werkstatt halt umsetzt. Ja? Und ich zeige nochmal Vor- und Nachteile. Wie wir in der Nahaufnahme sehen, wie funktioniert dieser Prozess? Das ist eigentlich ganz easy. Wenn du den Brenner geradeaus neutral runterziehst, läuft dir das Schweißbad einfach runter und du hast immer eigentlich optisch gutes Ergebnis. Der Nachteil ist einfach, dass du dir dadurch Fehler einbauen kannst. Das geht Richtung Poren, Einschlüsse, Kaltstellen und so weiter und so fort. Und ganz wichtiger Punkt ist doch hier klar, dass wir einen sehr geringen Einbrand haben. Ja? Wir laufen einfach mit unserer Schmelze abwärts und wir sind auch relativ schnell unterwegs. Das heißt, unser Schmelzbad hat gar keine Zeit, sich einzubrennen. Ja? Und das ist halt der große Nachteil beim Fallnahtschweißen. Wenn wir jetzt hier eine Bruchprobe machen, was wir gleich machen, werden wir ganz klar erkennen, dass wir da bei weitem, wie gesagt, keinen ordentlichen Einbrand haben und hundertprozentig Poren, Einschlüsse und Fehler in der Schweißnaht haben werden. Die restliche Bruchprobe mache ich jetzt hier am Schraubstock, weil ich euch einfach hier schon zeigen will, da sind 6 mm Bleche und wenn man jetzt hineinschaut, was wir bis jetzt erreicht haben, also wir haben nur quasi an der Oberfläche gekratzt. Ja? Also man sieht, dass wir da sehr, sehr geringen Einbrand haben und ich hatte wirklich keine Schwierigkeiten, das Ding schon mal auseinander zu brechen. Ja, ich muss gar nicht so viel Gewalt ausüben. Man sieht hier, so sieht es im Inneren aus. Und das ist ja das Trügerische an der Sache. Von außen sieht es aus, als hätte ich eine richtig bombentolle Schweißnaht. Sieht sicher aus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich an Maschinen arbeite oder an etwas, was leicht abreißen kann und Menschen verletzen kann, dann ist natürlich das Fallnahtschweißen absolut inakzeptabel, weil das kriegst du echt sehr leicht auseinander. Ja, also es ist wirklich gar nichts. Wir haben da höchstens ganz leicht die Oberfläche erfasst. Ja. Das Schweißbad ist uns quasi einfach drüber gerutscht. Eine kalte Schweißnaht, null Einbrand. Deswegen Fallnahtschweißen wirklich als optischen Faktor betrachten. So, kommen wir nun zum Punkt Steignahtschweißen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe heute vielleicht das dritte oder vierte Mal in meinem Leben Steignaht geschweißt, aber ich habe da auch ein paar Punkte rausgefunden, die will ich jetzt euch nicht vorenthalten, an euch unbedingt weitergeben, weil beim ersten Mal hat es schon gut geklappt, aber wieso? Ganz klar, weil ich mir ausnahmsweise mal Mühe gegeben habe bei der Schweißnahtvorbereitung. Ich habe richtig Bleche angefasst und habe hier natürlich das Ganze metallisch blank gemacht. So, warum habe ich die Bleche angefasst? Wenn wir jetzt überlegen, dass wir diese dicken Bleche haben, 5 oder 6 mm, und wir versuchen jetzt das Ganze steigend zu schweißen, wir werden nie eine Wurzel reinbekommen. Ja? Da kommst du nie durch, egal wie viel Leistung du hast. Du wirst da nie durchkommen. Plus, wenn wir steigend schweißen, können wir natürlich nicht mit den Einstellungen, wie wir Fallen geschweißt haben. Weil was passiert denn da, wenn ich so viel Zusatz habe? Dann passiert nämlich Folgendes. Keine Schweißnahtvorbereitung, viel Zusatz, viel Leistung bringt gar nichts, weil passiert genau das. Ja? Hier entstehen Nasen. Und ja, sieht natürlich nicht so toll aus, ist auch keine vernünftige Schweißnaht. Aber was interessant hier war, wenn man sich das hier anschaut, das war zum Schluss mit wesentlich weniger Leistung. Aber man guckt, wenn man so reinsticht, wie weit der Zusatz da schon reinkommt. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Das heißt, alleine, wenn wir uns das Ganze logisch überlegen, wenn wir quasi steigend schweißen, schön langsam und wir pendeln diesen Tannenbaum hoch, dann merkt man schon, wie tief
wir mit weniger Leistung, mit weniger Zusatz schon ins Material hineinkommen. Das Ziel ist natürlich ganz klar, wir wollen eine ordentliche Wurzel und wir wollen eine ordentliche Wurzel. Wir haben unsere Bleche vorbereitet, eine schöne Phase, schön sauber. Wir werden keine Schwierigkeiten haben beim Schweißen. Wir werden den ersten Start mit 70 Ampere machen. Achtung, bei 4 mm Blechen und einem Drahtvorschub von 4,6. Wenn mir das zu viel ist, werde ich nachregeln und werde natürlich euch darüber informieren. Erstmal heften wir das Ganze. Wie gesagt, Achtung, hier ohne Luftspalt. Zum Thema Luftspalt und Hochpendeln kommen wir gleich. Dieses steigende Schweißen, das ist echt eine Kunst. Aber wenn du dich gut vorbereitest, ne? Wenn du alles richtig gemacht hast und mit der Ruhe rangehst und dich vorher gut informierst, dann musst du keine Angst haben, das wird funktionieren. So, wir haben jetzt unsere Steignaht geschweißt. Parameter hierfür waren bei 4 mm 80 Ampere und 5,4 Meter Drahtvorschub. Warum? Ich war ein bisschen schneller unterwegs und ich habe ein bisschen versucht, mir die Wurzel durchzudrücken. Ja, man sieht hier, dass wir durch sind. Weil, was kann passieren, wenn du nicht mit genug Leistung steigen schweißt, dass du gar keine Wurzel hast. Ja, und hier mit den Parametern hat das gut geklappt. Ich hatte noch genug Zeit und konnte vernünftig die Steignaht schweißen. Auf die Vor- und Nachteile werden wir gleich eingehen, weil ich möchte gerne mit euch noch zwei Techniken heute ausprobieren. Das ist quasi die Geschichte, die kennt man von früher. So hat man das früher gemacht beim Steigenschweißen. Man ist nämlich hingegangen und hat einen Luftspalt gelassen. Und hat, wie gesagt, das Ganze hochgependelt. Das schweißen wir jetzt ab. Und dann werden wir noch zum Abschluss einen Versuch machen. Es gibt noch diese Technik mit diesem Kreisen. Ja, soll auch ein sehr gutes optisches Ergebnis liefern. Ich möchte einfach an diesen 3 mm Blechen schauen. Werde ich durch sein? Wie wird die Wurzel sein? Wie wird das Ergebnis aussehen? Und dann reden wir einfach darüber. Fassen das Ganze zusammen. Let's go. Parameter bleiben. Es geht los. Das ist jetzt unser Pendelergebnis. Absolut in Ordnung. Werden wir gleich drauf eingehen. Die Wurzel ist absolut okay. Sieht zwar nicht so schön aus wie bei der Tannenbaumgeschichte, aber wie gesagt, werden wir gleich im Einzelnen drauf eingehen. Vielleicht sollte ich, bevor ich zu dieser Kreisengeschichte komme, noch mal kurz zu dieser Pendeltechnik was sagen. Ich habe mit 62 Ampere geschweißt. Und mit einem Drahtvorschub von 4,0 und einer Voltanzeige 16,2. Kommen wir jetzt zu dieser Kreisengeschichte. An 3 mm Blechen
ohne Luftspalt, ich sag mal 60% angefasst mit einem leichten Steg, also sagen wir mal von den 3 mm, ja 60%, ich würde eher sagen 50%, das heißt 1,5 mm sind angefasst, 1,5 als Steg, und ich werde bei den Parametern bleiben und das Ganze mit 62 Ampere und einem Drahtverschub von 4,0 und 16,2 Volt schweißen. Zu dem Punkt, wenn wir wollen, dass die Konstruktion stabil ist, dass wir hundertprozentig durch sind, müssen wir es in irgendeiner Art steigend schweißen. Ich habe euch jetzt hier drei Sachen gezeigt, drei Techniken. Einmal dieses Tannenbaumschweißen, absolut mein Favorit. Dann dieses Pendeln, Hochpendeln und dann diese Kreistechnik. Und darauf gehen wir jetzt ein. Erstmal mein Favorit, das Tannenbaumschweißen. Hatten wir ja schon in diversen Videos euch gezeigt und erklärt, aber ich muss hier nochmal betonen, wie gut das funktioniert. Du musst dir keine Sorgen machen beim Tannenbaumschweißen, dass das nicht klappt. Es klappt, probier ein paar Mal. Wichtig ist, dass du die Bleche ordentlich vorbereitest, dass du dich ordentlich auf die Sache einstellst und dann wird das funktionieren. Es ist kein Hexenwerk, es klappt. Du musst natürlich deine Parameter für dich rausfinden. Jeder Schweißer schweißt anders, der eine schneller, der andere langsamer. Wichtig ist, dass du halt durch bist. Ja? Wir haben eine ordentliche Wurzel und wir haben eine ordentliche Decklage. Das heißt, das jetzt zu brechen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil die Schweißnaht wird hier nicht brechen, das wird sich eher verbiegen. Und wenn wir diese Probe röntgen würden, garantiere ich hier, dass wir hier auf jeden Fall weniger Probleme, Kaltstellen, Bindefehler oder sonstiges haben werden, wie bei unserer Fallnaht. So, dann habe ich ja gesagt, es gibt ja noch diese Technik, die man so von früher ein bisschen kennt. Dieses Pendeln, halbmondartig nach oben pendeln, funktioniert auch ziemlich gut. Wenn du einen Luftspalt hast und du hast keine andere Möglichkeit, musst du es ja so machen. Da ist ja mit dem Tannenbaum schwierig, ja, da wirst du immer durchstechen. Dann hast du diese komische Nase auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, wir wollen ja das Ganze ohne Luftspalt machen. Deswegen ist diese Technik wirklich nur dann gefragt, wenn wir einen Luftspalt haben. Und dafür funktioniert das aber auch sehr gut. Meiner Meinung nach ist das Ganze ein bisschen langwieriger. Also für mich war es sogar ein bisschen schwieriger als das Tannenbaumschweißen. Ich musste mich hier wirklich mehr konzentrieren, dass ich in der Mitte diese Öse, du musst wirklich schon schnell sein, ja? Links, rechts musst du schon schnell unterwegs sein. Wenn du zu langsam bist und deine Parameter zu hoch eingestellt sind, was wird dir passieren, dass du in der Mitte einfach zu heiß wirst und dass du einfach durchbrennst, beziehungsweise dir dein Schweißbad nach unten läuft. Ja? Aber das hat trotzdem gut geklappt. Ich konnte es gut handeln. Ich habe jetzt hier natürlich an der Seite Einbrandkerben. Ich müsste hier noch eine Decklage drüber schweißen, ist doch ganz klar. Die Wurzel sieht ein bisschen wilder aus, aber die Wurzel ist hier auch, ich sag mal, noch besser ausgeprägt. Klar, wir hatten da auch einen Luftspalt gehabt, also es wird auch Bombe halten und absolut freigegeben, meiner Meinung nach. So, das Thema mit dem Kreisenschweißen. Ich habe extra hier 3 mm Bleche genommen. Ich habe sie nur zur Hälfte angefasst. Ich habe keinen Luftspalt gelassen. Von der Handhabung her und von der Geschwindigkeit her super einfach, ja. Kreiselst du einfach hoch, guckst du, dass du in der Richtung richtig bleibst, dann klappt das sehr gut. Die Optik sieht gut aus, nur da ich ja kreisend nach oben schweiße, habe ich nicht die Möglichkeit, wie beim Tannenbaumschweißen, mich quasi auf die Mitte konzentrieren, durchzustechen, eine Wurzel zu machen. Und deswegen habe ich ja auch keine Wurzel erlangt. Wenn ich jetzt natürlich hier einen Luftspalt hätte, mit dem Kreiselschweißen wäre dann auch wiederum schwieriger. Was müsste ich hier machen, damit ich hier ordentlich durch bin, ist ganz klar. Ich müsste hier auch bei 3 mm Blechen mir dann einen kleineren Steg machen, also noch tiefer anfasen. Und ich denke, dass könnten wir dann auf jeden Fall hinkriegen, dass hier auch eine Wurzel ist. Ja? Also alle Techniken von mir freigegeben, nur mein Favorit ist ganz klar Tannenbaumtechnik. Ich hoffe, dass euch solche Beiträge, dass euch das gefällt und dass es euch weiterbringt. Und besonders ist, wenn du jetzt hingehst und das Ganze nachmachst,
dass du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Das wünsche ich dir und noch vieles mehr. Ich habe euch lieb. Bis dahin.